Willkommen ihr untreuen Ninjas zu einem weiteren Analysevideo. Yay, es gibt mal wieder einen neuen Trailer oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich eins gesehen. Darin wird nicht so viel Neues gezeigt, aber dennoch sind es einige Sachen, die man dennoch sieht. Und der Trailer ist geil gemacht, wirklich, das muss man sagen. Der wurde wirklich diesmal gut gemacht, das gefällt mir. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal den Trailer und dann könnt ihr euch das Ganze mal so ansehen. Und wir werden dann auch etwas darüber diskutieren oder auch so, ja? Also bis gleich. Mega Evolution, Mega Powerful. When holding a Mega Stone, select Pokémon have the power to Mega Evolve. Don't miss the special Torchic distribution that begins on October 12th. Torchic comes with a Mega Stone, Blaziken, that can't be obtained through normal play. Evolve Torchic into Blaziken and then trigger Mega Evolution. Take your Pokémon to the next level. Pokémon X and Pokémon Y. Available October 12th worldwide. Und wie gefiel euch der Trailer? Ich hoffe ganz gut, denn ich fand ihn sehr gelungen und vor allem sehr dramatisch so mit der Mucke. Die Mucke ist extrem geil gemacht worden, so voll, boah, so bombig halt. Ich weiß nicht, ich finde die voll geil, ich feiere die schon seit ich den Trailer gesehen habe, ja. Und ja, kommen wir zur eigentlichen Sache, nämlich zum Inhalt. Vom Inhalt her hat man jetzt nichts Neues gesehen, soweit mir das aufgefallen ist. Also man sieht immer noch die gleichen Pokémon, die sich halt in ihrer Mega-Form entwickeln. Diesmal hatte man aber noch die drei restlichen gezeigt, also Flunkiefer, Ampharos und Absol. Im letzten Trailer waren es nur die drei anderen, also Mewtwo, Lucario und Logok. Diesmal waren es alle. Ja, dennoch stand im Trailer 3 new Pokémon. Das fand ich doof, denn ich dachte, es wären drei neue, aber es waren halt nur die gleichen, nur, ja, hat man ihre Form ja noch nicht gezeigt und da dachte sich Nintendo, ja, lässt mal noch einen Trailer raus, wo man halt noch die drei weiteren da zeigt, wie sie sich in ihrer Form da entwickeln. Naja, egal, finde ich etwas lame, aber egal. So, was gibt es noch? Flamely. Man kann sich Flamely runterladen. Flamely kann man sich ab dem 12., also sobald das Spiel rauskommt, kann man sich ein Flamely auf Level 1 bestimmt herunterladen, keine Ahnung. Und dieses bekommt ihr nur zum Runterladen. Also dieses bekommt ihr im Spielverlauf selber nicht. Das heißt, es wäre sehr vorteilhaft, wenn ihr euch das Ganze mal herunterladen würdet. Denn dieses Flamely besitzt den Logolith, also den Stein, den man benötigt, um Logok zum Mega-Logok zu verwandeln. Und ja, ansonsten bekommt ihr den nicht, den gibt es im regulären Spielverlauf gar nicht. Also behaltet den Überblick, merkt euch das, am 12. könnt ihr Flamely herunterladen. Also ich werde, glaube ich, noch ein Infovideo dazu rauskloppen, wenn es soweit ist, aber das dauert ja noch 2 Monate, also noch 2 Monate, schlechtes Deutsch verloren. Und ja, da können wir uns also noch etwas gedulden. So, was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt noch ein weiteres Pokémon, das noch nicht gezeigt wurde, aber schon bestätigt wurde, das auch so eine Mega-Evolution machen kann. Und ratet mal, wer es ist. Ihr kommt nicht drauf, ihr kommt nicht drauf. Oder auch, doch, ich schwinge gerade mit meinen Händen so. Voll wie der Magier und so. Ne, es ist Kangama. Es wird Kangama sein. Ich weiß nicht, warum gerade Kangama von all den Pokémon, die man hätte auswählen können. Aber es wird Kangama sein, ja. Jetzt habt ihr auch ein Bild zu bestaunen. Das habe ich irgendwo gefunden auf Serie B, auf einer sehr bekannten Seite. Und nur dieses wurde bisher veröffentlicht. Es gibt keine weiteren Infos zu dem Kangama. Und es wurde auch irgendwie auch nicht gezeigt, soweit ich weiß. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch kein Video gesehen, wo man es halt sehen konnte. Und ich weiß auch nicht, woher die das Bild haben. Aber auf jeden Fall ist die Quelle sehr vertraulich. Also sollte es schon stimmen, dass Kangama richtig sein sollte, ja? So, mit dem Kangama kann man jetzt, mit dem kleinen Kangama kann man jetzt irgendwie auch kämpfen. Also im Bild seht ihr auch, dass das kleine Kangama auch im Kampffeld sich befindet. Und irgendwie kann man das jetzt auch benutzen, um, ja, zu interagieren, würde ich mal so sagen, keine Ahnung wie. Und, ja, so viel mal zu dem neuen Kangama. Ja, was ich noch sagen wollte, ich finde das mit den Evolutionen etwas unfair.
Denn das bietet einigen Pokémon dennoch einen enormen Vorteil und die meisten haben dennoch einen Nachteil. Also das wäre jetzt nicht so cool, dass nur einige Pokémon diese Evolution machen können und die anderen eben halt nicht. Das heißt, die anderen haben einen enormen Vorteil im Kampf. Und das finde ich jetzt nicht so fair. Ich denke, man hätte das vielleicht etwas anders machen sollen, können, müssen. Aber es ist ja Nintendos Entscheidung, also kann man da auch nicht viel ran rütteln. That's what she said. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Mega-Evolution nur ein paar Runden im Kampf anhält und nicht den ganzen Kampf an, denn ansonsten wäre das viel zu unfair. Das wäre einfach... Ja, die meisten Pokémon bekommen einen enormen Vorteil und das finde ich nicht so cool. Das würde ja voll uncool werden sogar, ja. Und ja, was ich mir noch wünsche, sind weitere Mega-Evolutionen von weiteren Pokémon, die es halt gibt. Also ich kann mir einige vorstellen, die es verdienen würden. Glurak würde es verdienen. Glurak wäre, oh mein Gott, Glurak und Gyarados. Die sollten endlich mal einen Drachentypen bekommen und nicht einfach nur so ganz normal, Flugbums und das weitere halt, ne? Denn ich finde, die zwei gehören wirklich in der Drachenkategorie und man hätte sie irgendwie... Also man kann sich schon irgendwie dorthin transportieren, denke ich, mit der Mega-Evolution. Das wäre voll geil. Haben sie auch mit Ampharos gemacht, mit dem Drachentypen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, denn... Ampharos sieht dennoch nicht aus wie ein Drache, also... Whatever. So, ich denke, ich hätte jetzt alles gesagt. Mich würde interessieren, welche Pokémon ihr gerne in der Mega-Evolution sehen würdet. Also schreibt mir das mal in den Comments, würde mich wirklich sehr interessieren. Also es gibt bestimmt einige, ich kann mir sehr viele vorstellen. Und mich würde eure Meinung halt interessieren. So, Leute, das war's für die Analyse oder was auch immer. Einfach für das Video von Bladius, habt ihr nicht gesehen. Und ja, Leute, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns wieder, wenn man sich halt wieder sieht. Ich sage Tschüss, euer Bladius.